We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Es wird wieder ein Unboxing. Ich habe bei der Koro Drogerie bestellt. Die haben das mit zwei Paketen versendet, also keine Angst, ja. Ich habe nicht übertrieben, ich habe nur Sachen bestellt, die ich brauche. wirklich wahr. Und, knack, knack schon. Die haben das in zwei Kartons gemacht, ja, keine Ahnung. Also, das ist jetzt alles von der Koro-Drogerie. Das ist eine Online-Drogerie und das Schöne ist, die haben halt extra große Verpackungsgrößen und dadurch sind sie halt ja auch nachhaltiger. Also so im Vergleich, letztes Mal hatte ich Pinienkerne bestellt, 500 Gramm für 20,50 Euro. Also sind auch dadurch, dass man so große Mengen halt kaufen muss, halt auch günstiger und weniger Verpackungsmüll und vieles jetzt, das hier ist zum Beispiel auch in Glas verpackt, veganer Spekulatius-Aufstrich. Also da musst du mir kurz mal eben einen Löffel rüberreichen. Also da bin ich extrem scharf drauf. So. Also man kann Geld sparen und. Warte, erstmal muss der Löffel reinfliegen. Bitte schön. Das testen wir gleich. Also da, das ist jetzt Kelch, 400 Gramm. Und drinne ist 57% Spekulatius Kekse. Lecker, lecker. Zucker, Backtriebmittel, Sojamehl, Zimtmuskat, Pflanzenöl, Zucker, Emulgator. Und Emulgator ist Sojalecithin. Oh. Und die Spekulatiuskäse sind aber mit Palmöl teilweise. Oh, das schmeckt. Das schmeckt wie ein Spekulatiuskeks, aber halt flüssig, so als Creme halt. Also schmeckt wie ein Keks, aber es ist halt. Es ist keine Kekskonsistenz, es ist eine Creme. Mega geil. Voll gut. Also habe ich auch gehofft, dass es so lecker schmeckt, wie er klingt. Und vegan. Also kann ich den Januar dann über noch essen. Sollte er so lange überleben. Also die Aufstriche aus der letzten Box, die habe ich alle weggefuttert. Ne? Die waren alle mega geil. Ja, ich verlinke euch Koro unten in der Infobox. Also der erste anklickbare Link ist es dann. So, Paket 1 ist dann ausgepackt. So, und jetzt wollte ich Bio-Daddel-Pinienkerncreme mit 40% Pinienkerne. Auch voll krass. Achso, ein Nussmus. 60% Dattelsaft aus Konzentrat, 40% Pinienkernmus. Und das war es einfach. Es ist 60% Dattel und 40% Pinienkerne. Ultra geil. Machen wir jetzt nicht auf. Freue ich mich sehr drüber. War im Angebot für 12 Euro so ein 500 Gramm Töpfchen. Alle Preise weiß ich nicht auswendig. Aber das ist schon verhältnismäßig günstig. Currypaste, das ist die vegane, das ist die gelbe Variante. Genau, ich hoffe, dass die am wenigsten scharf ist, da war mehr Knoblauch drin. Hatten wir schon mal aus dem Asia-Supermarkt Vinloy und war mega krass. Für alle Currys konnte man das immer so ein Teelöffel halt da reinmachen, das ist ultra viel Geschmack. 30% Knoblauch, 25% Zitronengras, 13% Schalotten. 10% Galgant, weiß ich jetzt nicht, 9% Salz, 4% getrocknete rote Chili, 3,7% Koriandersamen, K4, Limettenschale, Kreuzkümmel, Kurkuma, Zimt, Kardamom, Boxhorn-Kleesamen, Pfeffer und Säureregulator, Zitronensäure. Also nur geile Sachen. Also da bin ich richtig gespannt mit. Wenn wir das erste Curry damit machen, nehme ich euch auf jeden Fall mit. Freue ich mich sehr drauf. So, Miso-Paste bräuchte ich eigentlich auch nochmal, ne? Also mögen wir ja so mit speziellen Zutaten auch mal zu kochen. Oha. Das ist das Soja-Geschnetzeltes. 1 Kilo. Das hier ist das Feine.
Und da bin ich sehr gespannt, ob man damit jetzt irgendwie so Hackfleisch oder so ersetzen kann. Ja, also so Fleischersatz, ein Kilochen. Ja, freue ich mich auch sehr drauf. Habe ich jetzt auch aus der Metro geholt, aber bei Koro war es günstiger. Und ja, beim Metro hatte ich dieses Geschnetzelte geholt und jetzt habe ich mich für das Feine nochmal entschieden, dass man halt auch, egal was man denn zubereiten möchte, ne, wenn man nicht auf, dass man dann, wenn man nicht auf Fleisch verzichten kann, dass man dann dieses Ersatzprodukt reinmacht. Also es gibt ja Rezepte, die leben ja dann von dem Fleisch so, dass man das dann machen könnte, wenn man wollte. Es schmeckt nicht wie Fleisch, aber es ist eine leckere, gute Alternative, jedenfalls die Sorten, die ich bis jetzt ausprobiert hatte. Genau, jetzt ist der Lieferschein noch bei. Und Rabatt und die Beilage. Die war letztes Mal sehr spannend, die habe ich mir durchgelesen. Das war cool. So, jetzt haben wir Macadamia-Kerne. 500 Gramm. Und das waren die teilweise halbierten. Die waren am günstigsten. Aber die meisten sind echt komplett und ganz. Ne? Also nur die wenigsten sind da halbiert. Ja, Macadamia-Nüsse isst nämlich der Schwiegervati gerne. Und da haben wir gedacht, bestellen wir ihm mal 500 Gramm mit. Und dann freut er sich. Also das werden wir ihm zu Weihnachten geben, weil er hat ja auch schon alles, was er möchte. Und eigentlich wünscht er sich ja auch nichts. Und dann haben wir gedacht, so was zu essen, das ist doch genau das Richtige. Und die 500 Gramm haben jetzt 14,50 Euro gekostet. Das ist für Macadamia-Kerne eigentlich nichts, ne? So, dann hätten wir noch Bio-Hanfsamen. Das sind die geschälten. Ein Kilo, die hatte ich schon mal im Bioladen gekauft und bei Koro deutlich, deutlich günstiger. Man muss halt dann ein Kilo gleich nehmen, aber das ist eigentlich gar kein Problem. Die kann man über jeden Salat drüber streuen als Topping. Man kann das auch auf seinem Porridge oben drauf tun. Das hat natürlich nichts mit dem heimachenden Zeug zu tun, was man rauchen kann. Also ich erwähne es nur für diejenigen, die jetzt gerade schockiert sind. Sondern das ist wirklich, also Hanf ist ja so ein richtig, so ein deutsches Superfood, ein sehr, sehr regionales. Also man kann es auch hier anbauen. Und früher, also ganz früher, wurde überall Hanf angebaut, weil Hanf ist ein mega geiles Gemüse. Sagen? Also jetzt auch Hanfseile, Hanftaue, genau. Hanfkleidungsstücke. Ich hatte meine Hanftasche. Man kann auch Süßigkeiten mit Hanf machen, ganz viele Lebensmittel mit Hanf. Das ist wirklich richtig geile Inhaltsstoffe. Das ist ein sehr, 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 sehr bekannter... Man kann alles von der Pflanze verwenden, ja, eine Nutzpflanze. Ja. Und ich habe da so eine Hintergrundinformation. Hanf und alles, was damit zu tun hat, wurde nur verboten wegen den Amerikanern, weil die Chemie- und Gummiindustrie gerne ihre Produkte verkaufen wollte. Dann wurde alles verteufelt, was aus Hanf hergestellt wurde. Mhm. Das ist übelst gemein. Ja. Ja, und das haben wir den Amerikanern zu verdanken, dass dieses hochwertige Naturprodukt jetzt erst wieder kommt, dass wir 40 Jahre lang keinen Zugriff drauf hatten. Dankeschön dafür, Amerikaner. Richtig. Und Hanfklamotten, mega geile Qualität. Also die Tasche, die ich damals hatte, also die hätte auch noch länger gehalten, aber da war ich Teenie, ne? Die hat aber trotzdem auch Jahre gehalten. Und ja, wirklich fantastisches Produkt und finde ich, sollte kann man ruhig mal mehr in seine Ernährung integrieren. Also Hanföl habe ich auch immer zu Hause, schwöre ich auch drauf, und Hanfsamen auch mega lecker. Das ist einfach nur nussig. Ich würde aber auf jeden Fall geschälte kaufen, weil die ungeschälten, dass die Schale so hart. Ne? Also dann würde ich geschälte kaufen. Und das ist einfach nur nussig, schmeckt das. Ja, jetzt habe ich mich für Cashewkerne entschieden und das ist die Kilopackung. Das ist auch Bruchware, denn letztes Mal habe ich ja mehr Nussmusse bestellt und diesmal habe ich gedacht, so lieber die ganzen Nüsse, dann kann man sich das selber machen. Ne? Nussmus im Thermomix, auch im Nutribullet oder in einem leistungsstarken Mixer würde man es theoretisch selber hinkriegen, weil Nussmus ist ja nichts anderes als pürierte Nüsse. Also könnte ich jetzt so einen Hanfsamenmus zum Beispiel selber machen oder Cashewmus oder einen Macadamia-Mus. Kann man aber auch alle Produkte, diese Nussmusse, kann man auch alle auf der Koro-Website kaufen. Und ja, jetzt haben wir Chiasamen. Chiasamen verwendet man so wie Leinsamen im Prinzip. Also Leinsamen haben wir jetzt im Supermarkt gekauft und das mache ich mir auch gerne in meinen Porridge-Mons rein. Und zwei Pakete. Zum Mitbringen aber auch noch einmal für die Mädels. Die trinken nämlich gerne so ein Chia-Glas, so mit Zitrone, mit frischer Zitrone. Das ist sehr, sehr gut und voller Ballaststoffe. Und dann kann man, wenn man auf seine Ernährung achten, kann man dann so ein Glas davon trinken. Das schmeckt ganz gut. Also kriege ich auch immer, wenn ich vor Ort bin bei denen.
Und haben wir gedacht, da würden die sich bestimmt drüber freuen, hier über so ein Kilo-Paket, weil das ist schon sehr, sehr teuer. Im Einzelhandel kriegt man so 200 Gramm Töpfchen nur davon. Und ja, die sind halb so teuer, das Kilo, die 200 Gramm Töpfchen. Deswegen habe ich zwei bestellt, damit ich noch was verteilen kann und noch selber genug zu Hause habe für meinen Porridge. Ich habe das... Ah, danke schön. Oh, der ist jetzt noch sehr heiß, danke schön. Ich habe das auch mal mit Leinsamen versucht, so ein Wasser anzurühren mit Zitrone, aber Leinsamen quillt nicht so gut wie dieses Chia-Zeug. Also das ist angenehmer zu trinken einfach. Und ja, also Leinsamen wäre deutlich regionaler, weil Chia kommt immer aus dem Ausland. Aber es ist noch ein bisschen bessere Werte und Nährstoffe und die Wertigkeiten. Und ja, ich finde es ganz lecker. Vor ein paar Jährchen habe ich mir mal 10 Kilo von bestellt. Und ja, habe ich gerne Chia-Pudding zum Beispiel auch morgens gegessen. Das rührt man dann einfach in so einen richtigen Joghurt rein mit ein bisschen Wasser oder einen Apfelmus. Man kann es auch nur mit Wasser anrühren und dann wartet man, bis es so andickt. Und dann hat man so einen Chia-Pudding-Konsistenz. Man kann dann halt... Also wenn man es mit Wasser macht, muss man natürlich ein bisschen irgendeine Süßart irgendwas hinzufügen, damit es auch schmeckt. Aber man kann das dann auch mit allem toppen und wie Pudding halt essen. Man kann es auch pürieren, wenn man die kleinen Körner nicht mag. Also kann man auf jeden Fall verwenden oder wenn man Brot backt, halt einfach mit reinwerfen. So, hier hätte ich Walnusskerne, auch ein Kilochen. Freue ich mich sehr drauf. Das ist auch diese Bruchware, wie gesagt. Also die Seite sieht hier noch besser aus. Und Walnüsse esse ich auch voll gerne. Habe ich auch noch zu Hause. Und brauche die ganzen Walnüsse nicht. Also für die meisten Rezepte mache ich die kleiner. Also wenn ich jetzt in meinem Porridge tue oder so, weil so eine ganze Walnuss ist mir zu viel im Mund. Und ich mache die immer kleiner. Das Einzige, wo man ganze Walnüsse bräuchte, wäre, also so Walnusshälften kriegt man ja immer, ne? Wäre ja, wenn ich zum Beispiel Walnusskekse mache und die oben drauf drücke oder so. Und ja, das ist dann perfekt. Freue ich mich sehr drauf. Auch so Nüsse für Pesto und so, mega geil. Flohsamenschalen. 99% Reinheit, 500 Gramm. Das ist ein natürliches Verdickungsmittel. Genau, da hatte auch ein Bekannter von mir Interesse und das teilen wir uns. Da freue ich mich sehr drüber. Ich habe schon andere verschiedene Verdickungsmittel auch zu Hause, so Alternativprodukte. Ich freue mich jetzt sehr auf die Flohsamenschalen, weil die haben nochmal eine andere Konsistenz. Denn es wird nicht so extrem hart. Ich weiß nicht, also das dickt sehr, sehr gut an, ohne dass man... Ja, es hat dann eine gute Konsistenz im Anschluss. Ich habe ein ganz gutes Rezept gesehen für Gemüsewraps, die man selber machen kann und dann trocknet. Und dafür braucht man auf jeden Fall diese Flohsamenschalen, dass man die Gemüsewraps nach dem Trocknen auch noch rollen kann. Wenn man andere Verdickungsmittel nimmt, dann wird es brüchig zum Beispiel. Und deswegen habe ich die auf jeden Fall mitgeordert. Und Mandelkerne. Da konnte ich auch nicht nein sagen. 1 Kilo. Ich wollte ja unbedingt mal Marzipan selber ausprobieren und habe jetzt festgestellt, ich hatte ja nicht genug Mandelkerne da. Ich wollte ja auch irgendwie Kekse backen und dann hatten wir uns ja für Stollen entschieden am Wochenende auf dem Kanal hier, weil ich nicht genug Mandeln hatte. Aber ja, ich habe jetzt neue Mandeln besorgt, direkt hier im Kilo-Paket und freue ich mich sehr drüber. Weil ich muss für Marzipan selber machen, muss ich jetzt noch Rosenwasser besorgen. Aus der Apotheke kriege ich das wohl. Keine Ahnung, ja, habe ich auch noch nie selber gemacht, wollte ich aber gerne mal versuchen. Und für 20 Euro habe ich hier noch einen Bio-Kaffee bekommen. Der ist hier in dieser schwarzen Verpackung und der, das sind ganze Bohnen. Und das bringe ich auch meinen Bekannten mit. Der trinkt nämlich total gerne Kaffee. Also mein Mann eigentlich auch, aber mein Bekannter, der zelebriert das gerne, ne? Der malt sich die dann so für die Tasse dann frisch morgens auf, ne, und genießt die Tasse dann. Und jetzt habe ich hier bio-gerösteten Kaffee, ganze Bohnen. Zutaten 100% Röstkaffee aus biologischer Landwirtschaft. Genau, den habe ich ihm jetzt besorgt. Kann er jetzt mal austesten und ja, wird er sich eigentlich mal drüber freuen. Über so ein Paket Bohnen. Ja, das war meine ganze Bestellung. Wie gesagt, ist Koro mein neuer Kooperationspartner. Mit dem Code MIRA könnt ihr 5% auf das gesamte Sortiment sparen. Wenn, also manche Sachen waren jetzt schon etwas
spezieller, zum Beispiel Flohsamenschalen oder Chiasamen oder ja, wenn ich euch mitnehmen soll, dann schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr damit Rezepte auch sehen wollt. Dann machen wir das alles zusammen, dann nehme ich euch damit. Und ja, ich bin jetzt wieder ausgerüstet. Ich denke, beim nächsten Mal werde ich diese Vorratsgläser mitordern müssen. Denn es sind wieder verschließbare Tüten, das ist schon sehr, sehr gut. Aber ich habe es halt gern alles in Gläsern in meinem Vorratsschrank. Und ja, ich habe gesehen, die Vorratsgläser, die die auf der Website haben, die sind auch günstiger als bei Amazon. Also ist schon ein guter Online-Shop, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Echt mega geile Produkte. Ich freue mich total, die Spekulatius-Creme auch zu essen. Also die letzten beiden Aufstriche, hey, die waren auch so, so lecker. Ich werde die auf jeden Fall nochmal ordern beim nächsten Mal, denn bei der nächsten Lieferung. Ja, fantastisch. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit den Produkten. Also das hier ist wie gesagt Glas. Bei den Kilo-Verpackungen, ja, das ist jetzt Plastik, aber wiederverwendbar. Das ist ganz gut, dass man keine offenen Verpackungen im Vorratsschrank hat. Jetzt auch, sag ich mal, Thema Schädlinge oder sowas, ne? Das ist ganz gut. Ich bin damit sehr zufrieden. Ja, das war das ganze Video. Koro Online Drogerie kriegt ihr diese geilen Produkte, also ganz viele Nüsse, Nussmusse, aber auch Sachen, die man so unterwegs snacken kann, viele Riegel auch, wirklich auch richtig nice Inhaltsstofflisten, ne, muss man dazu sagen, das seht ihr alles online denn. Haben aber auch so Wachspapier, auch veganes Wachspapier, diese Alternative und wiederverwendbare Backmatten und da habe ich auch schon überlegt, ob ich eigentlich bräuchte ich da auch mal ein paar neue. Ich nehme ja schon die wiederverwendbaren, aber manchmal, wenn man doch in der Hektik so ein kleines... ich habe mal Pizza mit einer Schere geschnitten und da habe ich aus Versehen die Matte mit geschnitten, ne? Also da sind schon ein paar Löcher drin, da müsste ich langsam mal wieder aktualisieren sozusagen, ne? Ja, also... Ja, bin sehr, sehr zufrieden mit den Produkten. Ja, der erste anklickbare Link unten in der Infobox. Mit dem Code Mira könnt ihr 5% sparen. Ich trinke jetzt mein Teechen weiter und mache es mir hier gemütlich zu Vlogmas zu Hause. Ich habe den Weihnachtsbaum angemacht. Ja, sehr, sehr cool. Kleines Weihnachtsgeschenk für mich selber. Meine Vorratsschränke wieder aufgefüllt. Und ja, ich hoffe, über die Cash News wird sich Peter bestimmt freuen, der Schwiegervater, die Bekannter für Käffchen. Ja, und die Mädels über den Skier. Ja, ich denke, da hatte ich dieses Jahr auch ein paar Geschenkideen, die nicht überflüssig sind. Ne? Keine Dekogegenstände, die keiner gebrauchen kann. Oder ja, sind ja auch immer, die Leute wollen ja nichts mehr geschenkt haben. Ne? Wenn man die Leute fragt, so was möchtest du zu Weihnachten haben? Keine Ahnung. So. Und da denke ich, dass ich mit den Sachen schon ganz gut liege. Ich denke, ich bin da ganz zufrieden mit mir selbst eigentlich. Und ja, das war's mit dem ganzen Video. Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt mich gerne abonnieren. Das ist kostenlos. Ich freue mich, Koro freut sich. Und wir freuen uns natürlich noch mehr darüber, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin. Ciao.